ist allen hier Anwesenden, diese ganze Symbolik bekannt? Fragen wir kurz anders. Kurz durchgehen. Die Symbolik? Wird dazu benutzt? Schnell durch das Gespräch zu kommen. Und zu vermeiden, dass man sich gegenseitig niederbrüllt. Begeisterung? Kann man so ausdrücken. Ablehnung? Kann man so ausdrücken. Wenn man sich unsicher ist? Wenn man sich unsicher ist, geht das. Ich bekomme gerade den Hinweis auf das. So wie ich es kenne, braucht man das noch nicht. In einer Diskussion. Das hier, kommt erst, das heißt Veto. Das wird erst eingesetzt, wenn man darüber entscheidet, ob man einen Konsens hat. Im Laufe des Gespräches, wo noch gar nicht entschieden wird, erzeugt das hier, viel Unruhe. Des Weiteren. Das hier ist ein Punkt zum Ablauf. Zum Beispiel, wenn jemand behauptet, wir müssen jetzt entscheiden. Wir sind aber noch in der Diskussion. Kann man sagen? Wir sind noch nicht so weit. Das ist nicht das korrekte Vorgehen. Das hier heißt, ich habe zusätzliche Informationen. Das heißt nicht, ich möchte gerne als Erster was dazu sagen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, der und der Marsch ist um 13 Uhr. Kann man sagen, ich weiß aus verlässlicher Quelle, er ist um 15 Uhr. Das hier heißt, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Ich kenne das so, dass man es vorsichtig unhöflich benutzt. Das heißt nicht halt die Klappe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.